Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, Perisic ist zum Medizincheck in München. Endlich ist mal wieder ein neuer da. Montagvormittag um 11.40 Uhr. Ivan Perisic kommt gerade vom Medizincheck bei Bayern-Internist Dr. Roland Schmidt im Krankenhaus Barmherzige Brüder im Münchner Stadtteil Nymphenburg. Bild erwischt ihn beim Verlassen des Gebäudes und Perisic hat schon direkt gute Laune. Ja, ich hatte gerade den Medizincheck. Vom Krankenhaus ging es mit Berater Nedat Hestrovic Richtung Säbener Straße. Heute noch soll der Transfer von Inter Mailand zu den Bayern endgültig fix gemacht werden. Die Rahmendaten: 5 Millionen Leihgebühr, 20 Millionen Kaufoption im nächsten Jahr. Perisic ist heiß auf seine dritte Bundesliga-Station nach Dortmund und Wolfsburg. Er sagte, ich werde mein Bestes geben. Nach dem ewigen Transfertheater um Leroy Sané, der mit der Kreuzbandverletzung jetzt erstmal länger ausfällt und dessen Zukunft weiter unklar ist, haben die Bayern jetzt erstmal eine routinierte Alternative für die Flügel hinter den verletzungsanfälligen Serge Gnabry und Kingsley Coman. Das soll aber nicht der letzte Transfer sein, mindestens ein weiterer Topspieler für die Offensive soll noch dazukommen. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von dem Perisic-Transfer zum FC Bayern München? Haltet ihr ihn für sinnvoll oder haltet ihr ihn für zu alt? Kann er den vorhandenen Kader gut ergänzen? Ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.